Hallo und willkommen zurück zu der neuen Folge. Ja, und es ist wieder soweit. Es geht mal wieder am Start und wir werden heute unseren ersten Piraten nehmen. Und ich habe ihm natürlich jetzt erstmal eine kleine Flotte vorbereitet. Ist zwar jetzt im Endeffekt nicht viel, aber ich hoffe, für ihn wird das denn für den Anfang reichen. Das ist die Frage. Ja, also ich würde Ihnen jetzt erstmal den Konvoi so übergeben wollen. 40% Anteil ist eigentlich ganz gut. Ich würde einen Raubabzügen mit 40%. Könnt auch mir mitteilen, in welchen Gewässern aktiv sein soll. Also aktiv sein kannst du gerne überall. Du kannst eigentlich überall, also so wie du willst. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo finde ich dich denn wieder? Und zwar hier auf der Ecke, genau wo der vorherige Pirat war, den das Piratennest ausgelöscht habe, ist er jetzt erstmal da. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da für ihn jetzt natürlich noch ein paar Schiffe finden, weil sonst sieht das Ganze für ihn gar nicht gut aus. Das heißt also, ich muss gucken, dass ich jetzt für ihn ein paar neue Schiffe finde, was dementsprechend wieder schwer ist. Warum muss ich ja schon wieder so reparieren, ey? Also, ich weiß jetzt nicht. Also, ich könnte jetzt natürlich noch kurz gegen England machen, um ihn ein bisschen zu verstärken. Drei Schiffe ist, ihr habt es gesehen, also viele Schiffe hat er nicht und so stark sind die jetzt auch nicht. Warum sind hier zwei Piraten in England? Genau da, wo meine ganzen Handelsschiffe auch noch fahren. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist absolut nicht gut. Ja, da muss ich halt mal wieder so ein bisschen warten, bis die Reparatur wieder beendet ist. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Auch so wohl durch die Mission habe ich da oben gemacht. Stimmt, da ist mir das eine Schiff hier abgehauen und ich habe die ganzen Schiffe verkauft. Das kann nicht wahr sein. Der Schatz muss doch hier irgendwo sein. Der soll da auf der Ecke sein. Warum habe ich den nicht gefunden? Okay, das ist seltsam. Also, es ist auf jeden Fall die richtige Stelle, die wir jetzt bis jetzt gesehen haben. Aber irgendwie, nö. Natürlich nicht. Keine Aufträge, keine Aufträge. Wo sind denn die nächsten Aufträge? Vielleicht da oben. Auch nicht, okay. Dann nicht. Mit der Militärfregatte. Die Flotte kaufen wir und die Militärfregatte. Komm, kaufen wir auch. Dann werden wir mit denen auf jeden Fall jetzt erstmal da runterfahren. Beziehungsweise. So. Den verstärken wir jetzt. Dann haue ich den jetzt da runter. Und der ist mein allererster, der einfach mal zwei Schiffe einfach mal hat. So, der hat jetzt 14 Knoten drauf. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich eher das Wasser sein, aber sehr schön, haben wir auch diese Mission erledigt. 70.000, wow. Oder ist der Schatz das gewesen? Genau, das ist der Schatz gewesen, einfach nur Wasser. Und durch Zufall sind wir da entlang gekommen und haben den Schatz sogar entdeckt. Genau, vom Piratennest. Vielleicht haben wir jetzt sogar Glück und kriegen 100.000. Ah, knapp. Ganz knapp, aber gut. Es war ja jetzt nicht so schlimm. Ihr könnt euch mal ein bisschen aufbauen hier. Wird ja eh alles weggehen. Ich hoffe, du hast es nicht weggekauft. Danke. Jung. Dann erstmal runter. Vielleicht jetzt haben wir 25, 4 Tage. 4 Tage braucht das Schiff noch. So, falsches Schiff. So, wir haben ja wieder jede Menge Waren und die werde ich jetzt erstmal. Okay, alles jetzt nicht. Aber ein 20er Ware, Kakao. Das würde ich schon auf jeden Fall abladen wollen. Und dann geht das jetzt nämlich auch jetzt hier weg. Ja, verkauft. Automatisch verkauft. Bis zur gewissen Summe. Das heißt, ich würde auch immer wieder irgendwie Geld reinkriegen. Also, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, dann gucken wir mal, dass wir nicht hier irgendwas noch was anderes finden für meinen eigenen Piraten, der gerade immer noch aktuell 3 Schiffe hat. Aktuell. Der scheint aber auch nicht rausgefahren zu sein. Krieg ist aktuell nichts zur Verfügung.
Ja, gute Frage. Was mache ich jetzt? Mein Pirat, der braucht unbedingt eigene Schiffe, größere. Und dadurch muss ich mich jetzt halt um den jetzt als erstes kümmern. Aber ich denke mal, die werden hier wahrscheinlich eher nichts haben. Spanien, ich brauche dich mal. Ich habe zwar wieder. Okay. Nicht. Okay, dann lassen wir das lieber mal. Wir wollen doch lieber mal ein bisschen Krieg machen. Beziehungsweise ich fahre mit denen nach Holland hoch. Dann lasse ich den da hoch und dich. Ja, was mache ich mit dir? Bauen. Wir bauen einfach mal wieder. Wir wollen ja natürlich die 1000 Mann zusammenbekommen. Aber was ist jetzt am sinnvollsten? Also gut, Weberei und Fleischerei wäre jetzt nicht so sinnvoll, würde ich sagen. Dann werde ich jetzt wieder die nächsten Betriebe nur noch mit die aufbauen. Und da muss ich gucken, dass ich woanders Mais produziere und was war das noch? Mais und Wolle, meine ich, wäre das gewesen. Ja, Wolle. Werkzeug kriege ich ja an bestimmten Tagen erst. Beziehungsweise nur an den Hauptstädten wenigen geliefert. Sonst wird da jetzt auch nichts Großartiges her. Muss auch da bleiben. Was soll ich denn jetzt in der Zeit tun? Außer warten. Leider falsch. So viel zum Thema. Was soll ich jetzt tun? Es geht wieder soweit, es ist wieder soweit. Und zwar werden wir jetzt für. Eine Konzession brauchen wir jetzt erstmal. Okay, dann machen wir das. So. Dann ab zum Gouverneur. So, ihr seid also der bekannte Abenteurer. Eigentlich hatte ich mir euch größer vorgestellt. Ja. Bei all den Geschichten, die ich über euch gehört habe. Doch das macht euch nicht weniger interessant. Kommt her und erzählt mir von euren Abenteuern. So viel habe ich meinen Vater, den Gouverneur, schon von euch reden hören. Okay, jetzt habe ich auf einmal hier zwei. Also hier und da. Ich muss mit euch über etwas sprechen. Mein Vater wünscht sich nichts sehnlicher, als einen stattlichen Edelmann für mich als Gemahl auszuwählen. Doch mein Herz gehört euch. So frage ich euch, wollt ihr nicht bei meinem Vater um meine Hand anhalten? Ihr macht mich sehr glücklich. So eilt dann schnell zu meinem Vater. Er wird sehr entzückt sein. Okay, nee, also heiraten wollte ich jetzt erstmal nicht. Das ist auch ein bisschen zu früh, muss ich sagen, ganz ehrlich. Habe ich jetzt den Kaperbrief jetzt überhaupt geholt? Nee, wa? Habe ich nicht. Dann muss man jetzt mal kurz den Kaperbrief holen gegen Spanien. Spanien ist ja so eine Sache für sich. Ja, das gebe ich ja zu. Also Spanien ist bei sowas echt sehr, sehr kompliziert. Und ja, was mache ich jetzt? Jetzt müssen wir jetzt gucken. Es ist sehr kompliziert. Also Spanien hat hier jetzt 35 Militärkonvois. Das heißt, ich müsste mindestens 7 Militärkonvois vernichten, dass ich den dann eine Stadt annektieren kann. Wenn das nicht sogar bei 8 Militärkonvois sind und ich nur mit einem Militärkonvoi gegen Spanien. Ist vielleicht jetzt im Anfang jetzt nicht so prickelnd, aber mein Pirat hat noch die 3 Schiffe, zum Glück. Ja, dann suche ich erstmal den nächsten Militärkonvoi. Da ist er ja schon. 11 Knoten. Wir kriegen ihn. Sehr schön. Alle Mann klar zum Gefecht! Okay, den kriegen wir. Kriegen wir gar nicht. Okay, warum auch nicht? Gebe ich dir auch gerne eine Militärfregatte mit. So. Alle Mann klar zum Gefecht! So, dann haben wir unseren ersten Militärkonvoi. Ist zwar jetzt nicht viel, aber besser als gar nichts, muss ich mal sagen. Gut, dann heißt es erstmal zum nächsten. Ich habe noch keinen Krieg mit dir. Noch nicht. Das ist manchmal. Es sind da so 10, da muss man überall suchen und suchen und dann findet man keinen. Vor allen Dingen, weil die dann halt auch nicht geschwächt sind und
Man weiß ja nie, wo die dann überall hinfahren. Geschweige, Militärkonvoi bringt mir auch nichts. Das ist der nächste Piratennest schon wieder. Bestimmt. Nein. Ich habe immer noch kein Interesse. Wenn ich mir das... Wenn ihr sowas wissen wollt, wie die so Geschichten gehen, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Dann mache ich natürlich davon auch nochmal so eine Live-Szene dazu. Achso, keine Kanonen, zu viele Kanonen. Hätte ich auch mein eigenes Schiff gehen können hier. Warum? Also stark. Gibt's doch gar nicht. Greifen wir den jetzt an. Wir machen das jetzt nämlich anders. Um nicht so viel Beschädigung jetzt aufzunehmen, gibt es nämlich noch einen anderen Trick. Einfach Massivkugeln drauf. Obwohl, ich brauche die Kriegsgaleonen brauche ich eigentlich eher. Aber gut, das wird wahrscheinlich in dem Fall nichts werden. Rollkugeln laden! Jetzt bin ich schon wieder da oben in der Ecke drin. Massivkugeln, Ei, Ei, Sir. Alle Kanonen feuerbereit. Okay, 44%, 39%, sehr wenig. Habe auch wieder sehr viele Männer verloren. Komm, geh runter. Wird versenkt. So, geht doch. Mindestens etwas. Komm, den Mund kriegen wir noch hier. Alle Mann, klar zu Gefecht! Den haben wir auch. Sehr schön. Massivkugeln, Ei, Ei, Sir. Braucht die eigentlich für den ganzen Krieg hier normalerweise. Um aber auch als Schatz Ersatzschiffe zu haben. Wieso haut die nicht ab? Rollkugeln in die Rohre! Alle Kanonen feuerbereit! Ja, ich muss halt jetzt jede Menge Männer runterhauen, weil sonst... Ihr kennt das Problem ja, hier irgendwie Leute großartig zusammenzusammeln, ist schwieriger als man denkt. Aber 43 Mann, das geht, da werden wir auch nicht allzu viel verlieren. Wir haben zwar jetzt über 180 Mann jetzt verloren, aber die kommen, die nehmen wir noch mit hier. Oh Mist. Jetzt kriegen wir den nicht. Ist der nicht beschädigt genug? Das ist nicht gut. Aber Problem ist, wir haben ja auch keinen Krieg gegen den. Das ist jetzt halt noch schlimmer und der lässt sich direkt reparieren. Das heißt, wir haben in dem Fall verkackt. Wortwörtlich verkackt. Und, ich sag mal so, das wird ein Haufen Arbeit werden, wenn ich jetzt mal so sagen darf, wenn mein Pirat noch überhaupt da ist. Der ist noch da, scheint sich wohl sehr stabil und drauf zu halten. Eigentlich ist der ziemlich okay. Jetzt müssen wir das Schiff hier erstmal ein bisschen reparieren lassen und den gebe ich dem Piraten wieder so ein bisschen. Mal gucken, was er damit macht. Oder geschweige, ich lasse ihn auch verkaufen. Aber er muss auf jeden Fall aushalten. So, Militärkonvoi ist jetzt wieder einsatzbereit. Aber wenn so viele Tage gehen da weg, durch diese Reparaturen und... Deswegen muss ich halt jetzt gucken, so langsam und sicher, dass ich jetzt hier... Oh, meh. Nicht schon wieder. Da unten war schon wieder so ein Zweier dabei. Die sehen gut aus. Sehen sehr gut aus.
Keine Massivkugeln, Leute. Massivkugeln! Da macht er wieder so viel Beschädigung wieder dran, das ist gar nicht gut. Vor allem ich jetzt mit dem Linienschiff hier, was soll ich denn da machen? Alles klar machen zum Ende! Oh, Leute. Das kann wieder ein paar Tage wieder richtig lange dauern hier. Jetzt hauen sie alle ab. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist bekannt hier irgendwie. Haut ein Schiff ab, haut der andere ab. Aber alle Mann klar zu Gefecht. Nicht mit mir. Da muss ich ja sagen, so okay. Okay, wir haben jetzt den nächsten Krieg gegen Spanien. Da bin ich mal gespannt. Alles weitere findet ihr und seht ihr dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Das war's jetzt erstmal für den mit dem Video. Also in der nächsten Folge geht's weiter. Seid bis dahin gespannt. Und bis dahin, ciao.